Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich an einem Tag teilnehmen. Aber ihr alle kennt mich und meinen Kanal. Ich mache jetzt hier nicht einfach nur einen Tag mit. Ich wollte das gerne auch so ein bisschen verpacken. Es geht um den Putztag. Und beim Thema Putzen hat sich bei mir auch radikal so ein bisschen die Einstellung verändert. Ich war am Anfang meiner Elternzeit mit Vince so der Meinung, okay, ich bin jetzt zu Hause. Ich habe jetzt hier ein Baby, dann später ein Kleinkind. Der Haushalt muss jetzt gewuppt werden. Das heißt, es darf nirgendwo was rumliegen, es muss immer ordentlich sein, es muss immer sauber sein, es muss immer geputzt sein, es muss immer Wäsche gewaschen sein. So dieses Ganze. Und hatte auch so in meinem Kopf, und ich muss das machen. Ich allein muss das machen, weil ich bin in Elternzeit, mein Mann ist arbeiten. Irgendwann bin ich ja dann aber selber wieder arbeiten gegangen, bin dann so an diesen Punkt gekommen, das wird jetzt schwer, das alles unter einen Hut zu bekommen, und musste dann auch irgendwo dann Abstriche machen. So, und dann versucht man ja so einiges mit seinem Partner, und je nachdem, wie der so zum Putzen, Thema Putzen eingestellt ist, funktioniert das oder funktioniert das auch nicht. Also wir haben viele Sachen mit Manu ausprobiert, was so das Thema Haushalt anbelangt, weil ich halt irgendwo so eine Entlastung gesucht habe. Und da ist natürlich der erste Gedanke, okay, der Partner kann mehr machen. Jetzt ist das bei uns so, Manu und Haushalt, die stehen so auf dem Kriegsfuß. Der hat solche Scheuklappen, der sieht es einfach nicht. Also er sieht nicht, dass die Glastür voller Kinderfingerabdrücke ist und die mal geputzt werden müsste. Er sieht nicht, dass der Geschirrspüler auszuräumen ist, dass da Geschirr steht, der in den Geschirrspüler rein müsste. Er sieht nicht, dass da Wäsche steht, die abgehangen werden könnte oder so. Er sieht es einfach nicht. Wir hatten mal einen Putzplan. Hat auch nicht so gut funktioniert, weil, er hat es halt einfach nicht gemacht. oder wenn er es dann gemacht hat, dann nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. Und es kam halt immer so ein Hin und Her. Und irgendwann musste ich dann für mich eine Entscheidung treffen. Und ich habe für mich persönlich, jedem seine Sache, die Entscheidung getroffen, ich kümmere mich um den Haushalt, weil dann läuft es so, wie ich es möchte, wann ich es möchte. Und ich muss mich nicht ständig deswegen mit meinem Partner streiten. Manu, der saugt mal ab und an. Aber mehr passiert auch nicht. Aber das ist sowas, das muss man mit sich selbst ausmachen. Was ist einem da wichtig? Wo kann man, ne? Das ist so eine ganz persönliche Sache. Also bei uns bin wirklich ich allein dafür verantwortlich. Aber dafür habe ich, oder dazu habe auch ich allein mich entschieden, weil das für mich die beste Variante ist. Aber ich muss nicht mehr jeden Tag saugen. Es ist völlig okay, wenn Spielzeug rumliegt. Wenn Wäsche vielleicht erst den Tag später abgenommen wird und wenn vielleicht auch mal ein bisschen Geschirr rumsteht, weil der Geschirrspüler noch nicht ausgeräumt ist. Da bin ich völlig frei geworden. Also es ist nie unhygienisch bei uns oder eklig oder irgendwas, aber man hat ja so einen Perfektionismus irgendwie, wenn es um das Thema Haushalt geht, und das habe ich mir in den letzten Monaten echt ganz doll von der Backe gemacht, weil sonst wirst du gaga. Und wir haben ja als Mama auch immer die Angewohnheit, wenn wir irgendwie gerade mal frei haben. Die Kinder machen Mittagsschlaf oder sind gerade irgendwie bei Oma und Opa. Was machen wir? Putzen. Hallo? Also ich verstehe das, dass es cool ist, mal in Ruhe zu putzen. Aber bitte tut das nicht. Bitte, 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 bitte. Weil in solchen Zeiten, wo wir Zeit für uns haben, sollten wir als allererstes das machen, was uns am meisten nährt, was uns am meisten Energie schenkt, was uns am meisten nützt. Und ich glaube, bei den wenigsten von uns würde da an erster Stelle Putzen stehen. Bei einigen sicherlich schon. Ich kann mir vorstellen, dass das einige von euch entspannt, dass das dann irgendwie ein leichteres Gefühl ist, wenn sie wissen, okay, der Haushalt ist gemacht und alles ist ordentlich. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber das wird nur bei einigen von uns sein. Und die meisten werden es aus Pflichtgefühl machen oder weil, na, wenn die Kinder jetzt schon nicht da sind, muss ich wenigstens irgendwas machen und dann mache ich den Haushalt. Nee. Dann kümmert ihr euch um euch und sorgt dafür, dass es euch gut geht, dass wenn eure Kinder wiederkommen, ihr allesamt erholt seid. Und nach so viel anfänglichem Gerede starten wir jetzt mal mit dem Putztag. Und die erste Frage ist, putzt du gerne? Jein. Also ich habe nicht ein Riesenproblem mit Putzen, es ist aber nicht mein liebstes Hobby und es gibt natürlich so Sachen, die ich gerne mache und es gibt Sachen, die ich hasse. Ich wische gerne Staub zum Beispiel, aber ich hasse es zum Beispiel zu bügeln. Deswegen habe ich prinzipiell auch schon gar kein Bügeleisen. Fensterputzen finde ich jetzt auch nicht so genial. Dafür liebe ich Wäsche waschen. Also Wäsche waschen ist sowas, weiß ich nicht, ne? Da hat man mit einem Schwung halt mal wieder was gereinigt und so. Also Wäsche waschen mag ich eigentlich ganz gerne. Also ich putze vom Prinzip her nicht gerne, aber es ist okay, es zu tun. Die zweite Frage ist, ob ich ein Lieblingsputzmittel habe. Das ist die WC-Ente. Ich habe das WC wirklich schon so viel ausprobiert und am Ende lande ich immer wieder bei der WC-Ente. Welches ist dein bester Putztipp?
mein bester Putztipp ist wirklich, nicht jeden Tag putzen und Prioritäten setzen. Also wenn 3 Tage Fingerabdrücke auf dieser Glastür sind, ist das okay für mich. Weil ich weiß, die sind 5 Minuten, nachdem ich die geputzt habe, wieder da. Es ist auch okay für mich, dass ich nur einmal in der Woche das Kinderzimmer aufräume, nämlich dann, wenn ich saugen möchte. Das ist okay für mich. Das ist mein bester Putztipp. Setzt euch Prioritäten. Was ist wirklich, wirklich wichtig? Also ich finde es zum Beispiel wichtig, ja, dass der Fußboden nicht voller Krümel ist und dass das Wohnzimmer abends auch wieder aufgeräumt wird. Das ist mir zum Beispiel wichtig, aber das muss jeder für sich entscheiden und da halt schauen, was muss wirklich jeden Tag gemacht werden und was nur einmal die Woche zum Beispiel. Gibt es bei dir Putztage oder einen Putzplan? Also Putzplan hatte ich ja schon erwähnt, das haben wir mal versucht, das hat bei uns nicht funktioniert. Ich denke aber, wenn die Kinder dann größer sind, wird es wieder einen Putzplan geben und dann wird Manu auch eine klitzekleine Aufgabe da bekommen, weil wie soll ich das sonst vor den Kindern rechtfertigen? Ich habe aber so Putztage, ja. Also Montag früh ist bei mir mal so eine halbe Stunde, wo ich echt das alles, was am Wochenende liegen geblieben ist, mache. Und ansonsten ist mein Putztag der Freitag. Genau. Also, aber ich glaube, das ist so ein Ding, weil bei meiner Mama war schon immer Donnerstag und Freitag Putztag und das ist irgendwie so hängen geblieben. Wie sehen deine Putzroutinen aus, also morgens und abends? Also morgens ist wirklich so, wenn wir hier mit den Kindern morgens am Schaffen sind, wird alles einfach liegen gelassen und wenn ich dann vom Kindergarten heimkomme, räume ich das alles auf. Also, wir ziehen uns ja hier zum Beispiel im Wohnzimmer, ziehen sich die Kinder morgens um, weil es einfach in ihrem Kinderzimmer zu kalt morgens ist. Und dann liegt hier noch das ganze Schlafzeug rum und irgendwelche Kuscheldecken und Kuschelkissen, sowas räume ich dann auf. Räume die Küche auf, setze die erste Maschine Wäsche an, weil ich zum Beispiel auch am Wochenende keine Wäsche wasche. Also am Wochenende ist das allerhöchste der Gefühle mal saugen oder sowas. Ansonsten putze ich auch am Wochenende nicht. Und da wird dann Montag früh eigentlich meistens eine Wäsche angestellt. Genau, und das zieht sich dann so durch. Also immer, wenn ich vom Kindergarten komme, irgendwas, was liegen geblieben ist, räume ich erstmal auf, kümmere mich eventuell um die Küche und saug mal durch. Solche grundlegenden Dinge und mache die Betten. Und am Abend ist wirklich das Einzige, was ich mache, dass wir mit Vince, bevor der ins Bett geht, das Wohnzimmer aufräumen. Weil wir sind schon des Öfteren mit nackten Füßen auf irgendwelche Autos getreten und das ist nicht so angenehm. Genau, und das ist es auch. Mehr mache ich wirklich nicht täglich. Und ich finde das okay so. Machst du den Haushalt alleine oder mit deinem Partner, deinen Kindern? Auch das schon erwähnt, den mache ich komplett alleine. Wie gesagt, möchte dann die Kinder, wenn die entsprechend alt genug sind, da ranführen. Also das ist mir schon wichtig. Oh, ich kann heute nicht so gut sitzen. Das ist mir schon wichtig, dass die Kinder da irgendwo mitmachen, dass sie merken, das ist was, was man halt einfach tun muss. Also da könnte ich mir halt sowas vorstellen wie, die wissen, an dem und dem Tag wird das Kinderzimmer aufgeräumt, also dass sie es dann allein tun, damit ich dann saugen kann. Oder wenn sie Interesse haben, dürfen die dann auch gerne saugen. Die können super gerne den Geschirrspüler ausräumen. Also alles, was sich da einfach auch anbietet, muss man dann halt einfach schauen. Also da würde ich auch gucken, wo die Interessen der Kinder hingehen. Wenn die gerne saugen wollen, dann sollen die saugen. Wenn die gerne den Geschirrspüler ausräumen sollen, dann soll das die Aufgabe werden. Oder Vince wollte unbedingt mal mit mir zusammen das Bad putzen. Ja, dann durfte er das halt machen. Also da schaue ich dann schon so ein bisschen. Da möchte ich auch niemandem was aufstülpen, weil das soll schon irgendwie auf so einer freiwilligen Basis funktionieren. Genau, aber das kommt dann mit der Zeit. Genau, putzt du mit lauter Musik und wenn ja, welcher? Nein. Ich bin ein großer Fan von lauter Musik, aber wenn man Kinder hat, ist man ja auch ständig beschallt. Also genau, dann ist es ja auch immer laut. Und dann liebe ich manchmal diese Ruhe im Alltag super, super. Und manchmal fahre ich auch echt Auto ohne Musik, weil ich manchmal diese Ruhe einfach genieße. Und an anderen Tagen fahre ich wieder Auto und höre richtig knallhart laut Musik. Aber zum Putzen gibt es bei mir eher selten Musik. Sehr, 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 sehr selten Musik, weil ich das Putzen gerne nutze, um meine Gedanken einfach mal so ein bisschen kreiseln zu lassen. Aber an manchen Tagen gibt es auch Musik, vor allen Dingen dann, wenn ich unmotiviert bin. Weil mit Musik geht alles leichter und da ist man auch motivierter, was dann das Putzen anbelangt. Nächste Frage. Hast du schon über eine Putzfrau nachgedacht? Ja, ja, ja. Und es ist das allererste, wenn ich es mir leisten kann, dass so ein- oder zweimal in der Woche eine Putzfrau vorherkommt. Auf jeden Fall. Ich habe kein Problem damit, fremde Menschen in mein Haus zu lassen. Natürlich muss man gucken, dass das passt, ne? Vom Zwischenmenschlichen und dass sie die Arbeit halt so macht, wie ich das gerne hätte.
Da ich ja aber von zu Hause aus arbeite, wäre die auch nie alleine bei uns zu Hause, sondern wäre ich ja schon immer da. Aber ja, Putzfrau auf jeden Fall. Sobald das finanziell mal drin ist, dass man sagt, okay, ne, da muss man sich keine Gedanken drüber machen, würde es bei uns auf jeden Fall eine Putzfrau geben. Was ich auch weiß von einem Bekannten ist, dass du dir zum Beispiel die Leute kommen lassen kannst, die deine Fenster putzen. Und ich glaube, das werde ich in diesem Jahr das erste Mal in Anspruch nehmen. Den Luxus gönne ich mir dieses Jahr mal, dass ich dieses Jahr keine Fenster alleine putze. Hast du manchmal einen Putzwahn und du siehst nur noch Dreck? Nö. Hatte ich früher auf jeden Fall, wo ich noch keine Mama war. Weil ich halt einen Mann habe, der sehr, sehr unleutig ist und Dreck nicht sieht, hatte ich auf jeden Fall einen Putzwahn. Aber noch nie so krass, wie ich das bei anderen Müttern manchmal auf Instagram oder YouTube sehe. Nein, zum Glück nicht. Also ihr tut mir wirklich leid und bitte, bitte arbeitet daran. Das raubt euch so viel Energie, so viel Kraft. Bin ich froh, dass das bei mir nicht so ist. Und jetzt bin ich auch, glaube ich, schon bei der letzten Frage angekommen. Empfindest du Putzen als sehr wichtig? Ja. Also ich habe es prinzipiell gerne ordentlich aufgeräumt und sauber. Es ist mir, wie gesagt, wichtig, dass Tische abgewischt werden. Also ich bin halt so ein Typ, ich mache Sachen gleich. Bei mir bleibt wenig liegen. Also das heißt, der Tisch wird immer abgewischt, wenn da irgendwas gegessen wird, verkleckert wird. Das Geschirr wird immer sofort in den Geschirrspüler wieder eingeräumt. Nicht so wie mein Mann, der das einfach hinstellt, das dann einfach noch eine Etage tiefer zu räumen. solche Dinge. Genau, ich halte mich an meinen wöchentlichen Putzplan und so. Also es ist mir schon wichtig, dass es so eine Grundordnung hat, weil das macht es für mich auch einfacher. Dann muss ich prinzipiell auch weniger putzen, weil ich es entweder gleich tue, wenn irgendwas passiert, mich an meine Putzroutinen halte. Und doch, mir ist es schon wichtig, dass es natürlich irgendwo auch... der Tisch wackelt. Irgendwo natürlich auch rein ist, sauber ist. Gerade auch sowas wie das Bad, die Toilette oder so. Natürlich ist mir Putzen wichtig, aber es ist mir nicht so mega wichtig. Also das heißt, wie gesagt, dass wenn ich freie Zeit habe, würde es mir nie einfallen zu putzen. Also ich weiß, ich war früher auch so. Würde mir nie einfallen jetzt mehr. Würde ich nie wieder tun. Dieser Tag ist übrigens, und zwar von Time for Family. Der Tag ist von Time for Family. Den YouTube-Kanal verlinke ich euch gerne mal unten in der Infobox, sowie die Fragen zu dem Tag, falls ihr den auch gerne mal machen möchtet. Schreibt mir auch gerne eure Meinung zum Thema Putzen unten in den Kommentaren. Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das bei euch so, ob ihr halt wirklich so die Putzwahn-Muttis seid oder ob ihr auch eher so angelehnt seid wie ich. Schreibt mir das super gerne mal in den Kommentaren. Ich hoffe, dieser Tag hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!